Hallöchen, Freunde der geschmeidigen Biertrinkerszene, Kunst, whatever. Der gutste Dr. Savesa hat mal wieder, ja, Bock auf ein neues Bier. Und ja, ich bin jetzt in letzter Zeit, bin ja richtig in einem IPA-Hype verfallen. Wirklich, tatsächlich, obwohl ich früher gar nicht so der Fan der hopfigen Stile war, hat sich das jetzt doch irgendwie zu einem meiner Lieblingsstile entwickelt. Und hier sind wir jetzt mal, heute geht es mal nach Schweden. Und wir haben das ja sehr kreativ benannte New England India Pale Ale von Poppels hier. Hier einfach mal nach dem Stil benannt. Okay, ist ja in der Industrie eigentlich durchaus üblich, dass ein Pilz von einer Brauerei halt Pilz, also Brauerei XXX Pilz heißt. In der Craft Beer Szene sind dann doch meistens eher so ein bisschen so ausgefallene Namen für die Biere dabei. Egal. Hier ist es einfach gehalten beim Namen. Jetzt schauen wir mal, was das New England IPA so kann. Von dem gießen wir es mal ein. Ja, es ist Hoppala. Das war ein bisschen voll. Es ist tatsächlich ein bisschen recht dunkel für ein New England IPA, meines Erachtens. Das sind noch meistens schon, ja, das ist schon sehr ein naturtrübes Bier halt irgendwo. Die sind meistens etwas heller gestaltet, etwas weißer. Gut, gestern hatte ich auch eins mal, was jetzt kein Video gemacht habe dazu auf dem Brewage. Das sah fast schon schlammig aus. Das war auch recht dunkel, aber. Hier hat man echt so ein klassisches Gelb. Aber hat ja nichts zu sagen. So, dann schauen wir mal in die Nase. Ja, für ein New England IPA doch recht unspektakulär in der Nase. Also da tut sich nicht viel. Im Geschmack aber typisch, ja. Schön. Schön so ja, dieses ist fruchtig einerseits, andererseits auch ein bisschen Nadelwald im Geschmack drin, also Pinie so mäßig. Ja, es ist durchaus lecker, sehr lecker. Ja, wirklich sehr, sehr lecker. Eigentlich fast schon, was ich sagen würde, so, ich hau ja gerne mal das Wort Einsteiger vor manche davor. Und ich würde sagen, das ist ein sehr gutes Einsteiger New England IPA, also ein sehr gutes Einsteiger NE IPA. Absolut. Ich finde es lecker. Haut mich jetzt nicht komplett von den Socken, aber top, passt.